Mit einer Frau will Sarah Connor auf gar keinen Fall verglichen werden mit Britney Spears. Ich mache was ganz was anderes und ich bin individuell, sagt sie. Einen ganz individuellen Abgang macht auch Skin on Skin von der 7 auf die 10. Nochmal rauf von der 11 auf die 9, We've Got Tonight. Wäre ja auch ein Wunder gewesen, wenn das Duett von Ronan Keating und Jeanette wirklich nach einer Woche wieder draußen gewesen wäre aus den Top 10. Das neue Groove-Coverage-Album Covergirl ist eher mäßig auf der 39 eingestiegen, aber dafür führt God is a Girl sämtliche Clubcharts an. Und bei den Singles geht's auch eins hoch, Platz 8. Von der 5 auf die 7, runter geht's für Rock My Life. Rauf gingen dafür die Spendenzahlen bei der AIDS-Gala Stars 2002, als Jeanette aufgetreten ist. Fast 1 Million Euro sind für die deutsche AIDS-Stiftung zusammengekommen. Die American Music Awards sind gleich nach dem Grammy die begehrtesten Preise im amerikanischen Musikgeschäft. Und wer darf sie moderieren? Ozzy Osbourne. Der Dreamer probiert schon mal, ob der Firmenanzug noch passt. In Singapur, Schweden, Norwegen, Österreich, Griechenland, Neuseeland, Ungarn, Belgien und Frankreich ist der Ketchup-Song nach wie vor die ungeschlagene Nummer 1. In Deutschland geht's dafür stetig bergab. Lass Ketchup fallen von der 4 auf die 5. Gestern noch auf der Hanfparade, heute schon auf Platz 4 in den Charts. Gebt das Hanf frei. Stefan Raab und Shaggy haben ihr Vorhaben realisiert und den Forderungen Hans-Christian Ströbeles im Studio ordentlich Nachdruck verliehen. In nicht ganz so vielen Ländern wie Las Ketchup halten Lenny und Kelly Rowland die Spitzenposition. Und zwar in Estland, Georgien, Luxemburg, den Niederlanden und der Schweiz. In der Hitlist Germany steht Dilemma dafür besser da. Platz 3. Punjabi ist eine indische Sprache. Punjabi MC kommt zwar aus England, ist aber trotzdem der Superstar der indischen Bhangra-Szene. Wobei Bhangra so viel heißt wie Pop, scharf wie Curry und neu auf der 2 Mundian Tubakhi. Steuer, Tabaksteuer, Kfz und Ökosteuer habt ihr echt geglaubt, mehr kommt nicht. Umsatz- und Getränkesteuer machen zwar das Bierchen teuer, doch das ist mir noch zu wenig. Denn es habt ihr mich gewählt und jetzt habt ihr den Salat. Ich bin noch mal ein paar Jahre euer Kanzler.